In den vergangenen Wochen konnten wir ja beobachten, wie die Zahlenwerte zur Corona-Pandemie in Deutschland deutlich nach unten gegangen sind. Der Lockdown hat also seine Wirkung gezeigt. Und die Frage ist natürlich, wie ging es in dieser Woche weiter? Sind die Zahlenwerte weiterhin stark gesunken oder gibt es jetzt vielleicht eine Stagnation oder einen umgekehrten Trend? Das alles wollen wir uns in diesem Video anschauen. Wir wollen also wieder auf die Zahlenwerte zur Corona-Pandemie in Deutschland blicken. Schauen wir zunächst wie üblich auf die bestätigten Fälle laut dem Robert-Koch-Institut. Da sind wir jetzt seit Beginn der Pandemie bei 2.334.561 registrierten und nachgewiesenen Fällen. Der Wochenanstieg beträgt damit 50.551 Fälle und man kann das ja hier rechts in dieser tabellarischen Übersicht sehen. Dieser Anstieg in dieser Woche liegt auch nochmal deutlich unterhalb des Anstieges von letzter Woche. Rund 17.000 weniger neue Fälle sind hinzugekommen. Und die Tagesanstiege, die lagen, das werden wir gleich auch sehen, jeden Tag niedriger als in der Vorwoche, als in der letzten Woche an den entsprechenden Tagen. Den höchsten Tagesanstieg, den hatten wir zum Donnerstag mit 10.237 Fällen. Und das war auch der einzige Tag, an dem wir einen fünfstelligen Anstieg hatten. Also auch da sieht man, die Zahlenwerte haben sich tatsächlich in Deutschland entspannt. Hier blicken wir mal auf diese Darstellung der täglichen Anstiege. Da sieht man also hier in dieser letzten Spalte die Anstiege von dieser Woche. Und ja, man kann gut sehen, nur einmal ist also dieser Wert des Tagesanstieges über 10.000 gewesen. Wir sehen noch den benachbarten Wert, der knapp darunter liegt. Das ist der Freitagswert. Und ihr könnt hier sehen, das waren 9.860 neue gemeldete Fälle. Ja, hier seht ihr mal den Vergleich der Tagesanstiege zwischen der Vorwoche und dieser Woche. Und ihr könnt auch wieder erkennen, wie ich es eben schon gesagt habe, an jedem Tag sind die Fallzahlen nach unten gegangen. An jedem Tag war es auch ein vierstelliges Heruntergehen. Also mindestens um 1.000 niedriger lag an jedem Tag in dieser Woche die gemeldete Fallzahl im Vergleich zur Vorwoche an dem eben entsprechenden Tag. Ja, summa summarum, das habe ich auch schon gesagt, sind es 17.096 Fälle weniger. Wir sind jetzt nochmal deutlich nach unten gegangen, was die 7-Tage-Fallzahl betrifft. Man sieht das hier, also wie viele Fälle gab es innerhalb der letzten 7 Tage. Das sieht man hier für jeden Tag angegeben. Und wir sind jetzt nicht mehr ganz so weit entfernt von der Spitze der ersten Welle aus dem März bzw. April des Vorjahres. Da sieht man ja, der Spitzenwert damals, das waren 39.167 Fälle. Und würde es in diesem Tempo weitergehen wie in den letzten Wochen, dann würden wir nächste Woche diesen Wert unterschreiten. Warten wir es mal ab, ob das wirklich so kommen wird oder ob jetzt das Niederschreiten, also das Runtergehen der Werte sich verlangsamt. Das werden wir also erst in den nächsten Tagen natürlich sehen. Und ja, dann schauen wir mal nächste Woche, ob wir diesen Wert von der ersten Welle unterschreiten werden. Wo wir schon deutlich auch wieder nach unten gegangen sind, also wo sich die Werte weiter abgesenkt haben, das ist hier bei der Zahl der aktiv Erkrankten. Die aktiv Erkrankten, die berechnet man, indem man die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle nimmt, davon die geschätzt Genesenen abzieht und dann die Todesfälle davon subtrahiert. An diesem Sonntag waren das zum Beispiel folgende Werte. Die Gesamtzahl hatte ich ja schon genannt, 2.334.561 Fälle. Davon zieht man dann also die geschätzt Genesenen ab. Das waren 2.119.100. Ja, und dann zieht man noch letzten Endes die Todesfälle ab, 64.960. Und so kommt man also auf die Zahl von 150.501 aktive Fälle am heutigen Sonntag. Und ja, damit liegen wir nochmal gut unterhalb des Wertes von letzter Woche. 42.792 weniger aktiv Erkrankte gibt es. Und man sieht ja, in den letzten Wochen ist die Zahl der aktiv Erkrankten sehr, sehr deutlich geschrumpft. Und wir sehen es ja hier ganz gut, wenn wir zum Beispiel mal den Wert von vor 4 Wochen nehmen, 315.099 Fälle. Da sieht man also innerhalb von 4 Wochen, rund einem Monat, haben wir es also geschafft, die aktive Fallzahl um etwa die Hälfte zu reduzieren. Das ist also auch ein gutes Zeichen und ein großer Erfolg. Die Frage, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ist natürlich, was ist mit den Corona-Mutationen, die es ja eben gibt, die es auch in Deutschland gibt? Wie breiten die sich aus? Das wird man dann eben in den nächsten, ja nicht direkt in den nächsten Wochen sehen, sondern erst in ein paar Wochen eben sehen, ob die sich also dann doch auch stärker ausbreiten in Deutschland und dann die Fallzahlen wieder deutlicher nach oben gehen. Oder ob das tatsächlich auch verhindert werden kann, dass sich diese Corona-Mutanten großartig ausbreiten in Deutschland. Das sieht man eben hier an diesen Grafiken noch nicht. Da kann man noch nicht ablesen, wie stark nun wirklich eben die Ausbreitung der Mutanten schon ist. Ja, blicken wir jetzt mal auf die einzelnen Bundesländer. Achtung, der Stand der Dinge ist wie üblich
der gestrige Samstag. Schauen wir da auf die 7-Tage-Inzidenzwerte, also wie viele neue Fälle gab es innerhalb der letzten 7 Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohnern. Und da sehen wir, ganz vorne haben wir Thüringen, dann folgt das Saarland, dann folgt Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, die dann auf den weiteren Plätzen folgen. Und damit haben wir unter den ersten 6 Rängen nach wie vor 5 Bundesländer aus Ostdeutschland, also aus dem Osten. Und demzufolge ist das Infektionsgeschehen immer noch relativ gesehen im Osten der Republik am größten. Aber was man sehen kann, ist zum Beispiel hier bei Mecklenburg-Vorpommern oder auch bei Sachsen, dass die Inzidenzwerte gar nicht mehr so weit abgehoben sind vom Rest der Bundesländer. Man sieht ja auch, Rheinland-Pfalz mit dem besten Wert und Baden-Württemberg auch mit dem besten Wert von 51 sind ja gar nicht so extrem viel unterhalb des Wertes, sogar von Thüringen mit 99 und schon gar nicht so weit entfernt vom Saarland mit 76. Also es ist vor allen Dingen in den Hotspots nochmal deutlich gesunken in den letzten Wochen. Da sind die Werte deutlich nach unten gegangen bei der 7-Tage-Inzidenz. Und wir haben jetzt eben den Fall, dass in keinem Bundesland mehr der 7-Tage-Inzidenzwert dreistellig ist. Im Vergleich zur letzten Woche, das sei nochmal gesagt, ist es so, dass in jedem Bundesland der 7-Tage-Inzidenzwert tatsächlich nach unten gegangen ist. Am größten gefallen ist er in Thüringen, minus 45. Und dann folgen Sachsen-Anhalt mit minus 41 und das Saarland mit minus 40. Am wenigsten gesunken ist der Wert auf der anderen Seite in der Hansestadt Hamburg. Da ist der Wert um 2 gesunken, also mehr oder weniger wurde das Niveau gehalten. In Schleswig-Holstein ging es um 4 nach unten und in Niedersachsen um 7. Das sind also die geringsten Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche. Ja, ansonsten könnt ihr auch hier das Video an dieser Stelle unterbrechen und euch die Daten nochmal genauer anschauen. Ich gehe jetzt abschließend noch auf die Todesfälle ein, wie üblich. Ich habe ja schon die Zahl vorhin genannt im Zuge der aktiv Erkrankten. Es sind 64.960 Todesfälle an diesem Sonntag gemeldet, also im Laufe der Pandemie bis zu diesem Sonntag gemeldet worden. Und damit haben wir einen Wochenanstieg von 3.443 Fälle. Was wir aber auch sehen können hier rechts ist eben, dass der Anstieg der Todesfälle nicht mehr so groß ist wie in den letzten Wochen. Den größten Tagesanstieg, den hatten wir zum Mittwoch mit 813 neuen Todesfälle. Auf der einen Seite kann man sagen, es ist nicht mehr vierstellig gewesen in dieser Woche, aber auf der anderen Seite sind natürlich 813 Fälle immer noch enorm viel. Und den niedrigsten Tagesanstieg, den hatten wir zum Montag mit 158 gemeldeten Todesfällen. Also momentan sind wir eben immer noch in dem Bereich, dass wir jeden Tag mindestens eine dreistellige Zahl an neuen Todesfällen übermittelt bekommen. Es ist gut möglich, dass wir jetzt zum Montag, also zum morgigen Montag, vielleicht auch mal einen Wert bekommen werden, der nicht mehr dreistellig ist. Das werden wir dann also morgen erfahren. Damit sind wir jetzt am Ende von diesem Video angelangt. Wir haben uns über viele wichtige Werte einen Überblick verschafft und ja, dann setze ich jetzt abschließend einen Punkt.